Hallo und herzlich willkommen. Heute soll es einmal um das Thema Schärfen gehen, das heißt zum Beispiel Messer schärfen oder eben eine Axt schärfen. Und generell ist es ja so, wenn man sich heutzutage irgendwelche Messer kauft, da gibt es ja verschiedene Varianten, zum Beispiel, dass da ein Schleifstein auf der Rückseite angebracht ist oder wie bei dem Victorinox Venture Pro, da sind dann diese Schleifkeile dabei, das heißt, die werden dann in den Schaft eingeführt, im richtigen Winkel, dass das quasi wie ein V ist und dann kann man das Messer darüber schärfen. Und wenn es jetzt beispielsweise um das Thema Axtschärfen geht, dann gibt es im Baumarkt solche Schleifsteine, die sind wohl ja extra so geformt, dass man halt die Schneide der Axt da wunderbar drüber abziehen kann. Das Problem ist halt, man muss halt für die ganzen Varianten immer verschiedene Schleifsteine dabei haben, beziehungsweise hat man entweder einen zu kleinen Schleifstein dabei, denn man muss sich das so vorstellen. Haben wir jetzt den Schleifstein, dann ist der vielleicht für ein Victorinox-Messer sehr gut, weil der halt von der Größe her wunderbar passt. Aber jetzt schaut euch an, das ist ein ganz normales, legales Messer mit 12 cm Klinge. Wenn ich das darüber schleifen will, der Schleifweg, der ist jetzt nicht sonderlich lang. Es geht. Natürlich, man kann damit wunderbar eine Feldschärfe herstellen. Feldschärfe heißt, Outdoor eine Schneidschärfe wiederherzustellen, die ausreicht, um damit arbeiten zu können oder um eine Wurst zu schneiden, Apfel etc. Aber generell lässt sich damit eben keine hundertprozentige Schärfe wiederherstellen. Aber man kann natürlich Equipment kaufen, was dann in die fast 100 Euro reingeht, wo man dann richtige Schleifkeile etc. dabei hat. Das ist aber meiner Meinung nach für mich persönlich einfach zu viel. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich stelle mir mal so ein kleines Set zusammen. Hier diese Paracord-Schnur, die ist einfach nur darum, dass man sich ein Lanyard knüpfen kann, wenn es denn notwendig wird. Und Schnur kann man immer gebrauchen. Aber eigentlich geht es sich darum, die Tasche, die ist etwas, ja, ich sag mal, ungünstig geformt. Denn hier unten ist sie offen. Hier oben gibt es zwar diesen Klettverschluss, aber hier unten ist sie halt offen. Und damit mir die Sachen nicht rausfallen, habe ich einfach Paracord darum. Aber schauen wir jetzt einfach mal in den Inhalt der Tasche. Ich habe mir da ein paar coole Sachen reingepackt, die ich meiner Meinung nach für notwendig halte. Fangen wir direkt mal mit diesen Platten hier an. Das sind Diamantschleifplatten in verschiedenen Körnungen. Hier habe ich jetzt die 400er, die 800er und die 1200er. Ich muss aber gleich dazu sagen, das ganze Set gibt es noch mit zwei weiteren Platten. Es sind also insgesamt 5 Platten. Die kosten um die 13 Euro. Klar, da sind jetzt wahrscheinlich keine richtigen Diamantkristalle oder sowas drauf verbaut. Denn für das Geld würde man sowas nicht bekommen. Aber die Rezensionen dazu waren wirklich sehr, sehr gut. Sodass ich mir gedacht habe, ich gebe dem Ganzen eine Chance. Und ja, tatsächlich, ich finde die äußerst brauchbar. Die haben auf der Rückseite so eine, ja, was ist das, Schaumstofffläche etc. Das sorgt aber dafür, dass es halt nicht verrutscht, wenn man zumindest Druck drauf gibt. So im leichten Zustand lässt sich das natürlich verschieben, weil die Oberfläche hier auch glatt ist. Aber normalerweise würde man sich das beispielsweise aufs Hosenbein legen und dann so das Messer darüber schärfen. Und hier ist es so, man hat zum einen ordentlich langen Schleifweg. Man kann also auch die Phasen bzw. die Rundungen exakt abgehen. Und das Tolle ist, man hat halt verschiedene Körnungen. Das heißt, man kann selber entscheiden, wie stark der Verschleiß der Schneide ist. Und dann dementsprechend entweder nochmal fein abziehen mit dem 1200er oder wenn wirklich Einkerbungen in der Klinge sind, kann man mit dem 400er vorarbeiten, danach mit dem 800er, danach mit dem 1200er. Finde ich tatsächlich sehr praktisch und vor allen Dingen, es hat den Vorteil, dass man hiermit auch mal eine Axtschneide schärfen könnte. Eben weil es von den Proportionen her ziemlich groß ist. Dann habe ich hier noch dabei eine Lupe, um zum Beispiel kleinere Einkerbungen besser finden zu können, beziehungsweise um die Phase, die Schneide, nochmal überprüfen zu können. Hier ist ein kleines Ersatzmesser drin. Das ist einfach so ein Kreditkartenmesser, nennt sich das. Das lässt sich dann einfach so zusammenfalten, hält tatsächlich ganz gut, ist eine
kleine, dünne Schneide, weniger als ja, unter einem Millimeter dick, aber eben ausreichend, um damit mal eben ein Seil zu schneiden oder eben um eine Wurst durchzuschneiden, Pommes aufzupieken etc. Einfach so ein kleines Notfallmesser für den Fall, dass man das andere Messer gar nicht mehr hinbekommt. Etwas Klebeband, das nehme ich zum Beispiel her, wenn ich jetzt sage, die eigentliche Phase möchte ich jetzt hier nicht schärfen bzw. nicht verletzen durch das Schleifen. Dann klebe ich mir das vorsichtig ab, sodass halt wirklich nur der Bereich geschärft wird, wo ich auch schärfen möchte. Und dann haben wir natürlich hier den Fellkniven DC4, heißt der. Zwei Komponenten-Schleifstein, das heißt zwei verschiedene Schleifflächen. Der ist übrigens ultra gut. Und das ist auch der, den ich bisher immer hergenommen habe, um ein Messer mal schleifen zu können. Er ist ebenfalls, ja, ich sag mal, relativ rutschfest. Das heißt, wenn man sich den aufs Knie oben drauf legt oder aufs Bein oben drauf legt, kann man hier wunderbar drüber abziehen. Und auch dieser ist von den Bewertungen her fantastisch. Ein wirklich, wirklich guter Schleifstein. Der kostet, ich glaube, um die 20, 25 Euro. Aber der ist es auf jeden Fall wert. Und wie gesagt, wenn ihr nur auf eine Komponente setzen möchtet, dann würde ich euch auf jeden Fall den Fellkniven empfehlen. Ich habe mir dieses Set halt zusammengestellt, weil ich mir gedacht habe, wenn man abends mal da sitzt, man kann die Sterne anschauen etc., aber man kann genauso gut auch die Schneiden nachschärfen. Das heißt, man hat einfach Beschäftigung und über kurz oder lang erhält man so die Schneidkraft seines Messers und die Pflege ist ja schon sehr wichtig. Dann habe ich hier noch den Schapal. Der hat zum einen diesen Dorn hier. Damit lassen sich halt grobe Kerben rausschleifen. Ein- und ausklappbar. Und der ist halt wirklich, wirklich sehr gut, wenn man zum Beispiel bei einem Sägeschnitt oder beim Wellenschliff diese einzelnen Schneiden wieder sauber machen möchte. Dafür ist der sehr gut, weil der eben so konisch zuläuft. Wirklich, wirklich praktisch. Dann ist hier noch dabei ein kleiner Feuerstahl. Das ist halt ein nice to have, sage ich mal. Dann eine normale Schleiffläche sowie eine Keramikschleiffläche. Der ist halt eher dafür gedacht, um beispielsweise kleinere Messer wieder zu schärfen. Hier sehe ich gerade noch, hier ist noch so eine Signalpfeife dran. Auch ein wirklich cooles Tool und ergänzt die Tasche hervorragend. Dann habe ich hier noch reingepackt, hat jetzt weniger was mit dem Schleifen zu tun, aber ein Feuerstahl mit Magnesiumblock hinten dran sowie etwas Kienspan. Ich habe mir gedacht, wenn man dann abends da sitzt, möchte man sich vielleicht ein kleines Feuerchen machen, wenn man es darf und es legal ist, dann ist es eigentlich ganz gut, wenn man sowas dabei hat. Dann habe ich hier noch versteckt den Victorinox Schleifstein. Den finde ich tatsächlich fantastisch für die Victorinox Messer. Eben, weil er auf der einen Seite hier eine grobe Schleiffläche hat, um eben kleinere Verkerbungen rausschleifen zu können. Und hier oben ist halt noch dieser Keramik-Schleifblock. Ich glaube zumindest, dass es Keramik ist. Der halt genau den Winkel hat, den auch die Victorinox-Messer haben. Das heißt, der ist absolut perfekt dafür geeignet, um eben Victorinox-Messer wieder anschleifen zu können. Grandios, kostet nicht viel und ist wie dafür gemacht. Dann habe ich hier noch etwas Leder. Das nimmt man einfach zum Ende hin, um die Schneide wieder zu säubern. Und dadurch bekommt sie wirklich nochmal den letzten Kick, sage ich mal. Dadurch wird ein Messer Rasiermesser scharf. Und übrigens, das hier ist ein Messer, das habe ich mir, ich weiß nicht mehr wo, bei Norma oder Lidl etc. Gekauft. Einfach eins von diesen günstigen Messern. Das war ziemlich stumpf, als ich mir das geholt habe. Und ich habe mir das jetzt mal vorhin geschärft mit dem Equipment, was ich hier habe. Einfach, weil ich mal schauen wollte, was ist denn hier rauszuholen. Und so, ja, rein vom Gefühl her würde ich sagen, es ist ziemlich, ziemlich scharf. Hier haben wir ein dünnes, labbriges Papier. Das ist eigentlich ziemlich schwer zu schneiden, eben weil es so dünn ist, bleibt es in jeder kleinen Kante hängen. Jetzt schauen wir mal, wie sich das Messer hier schlägt. Ich kann dagegen überhaupt nichts sagen. Das war jetzt, ich bin jetzt auch kein Schleifprofi, muss man gleich dazu sagen. Ich brauche halt nicht die Schärfe bei einem Messer, um mich damit rasieren zu können. Ich brauche die Schärfe beim Messer, wie gesagt, um mal eine Wurst zu schneiden, ein Brötchen aufzumachen, einen Apfel zu schneiden, sowas halt. Oder eben halt, um mal Paracord zu schneiden.
Ja, und das lässt sich mit dem Equipment hier wunderbar herstellen. Wie gesagt, der Victorinox-Schleifstein, ich glaube, der liegt bei um die 15 Euro. Dann dieses fünfteilige Diamantschleifer-Set, das kostete mich 12 Euro. Alles zu erwerben über die großen Kaufhäuser wie Amazon oder eBay etc. Also alles aus Deutschland ist jetzt nichts China importiertes, beziehungsweise wahrscheinlich wird man es aus China importieren können. Ich habe es aber hier über den deutschen Markt gekauft. Dann der Velkniven-Schleifstein, der ist etwas teurer. Der kostete um die 25 Euro. Dann dieser Scharpal. Ich glaube, der ist von Wolfgangs oder jetzt heißen die ja mittlerweile Odenwolf etc. Ich glaube, den hatte ich da gekauft und der kostete um die 16 bis 20 Euro. Ich weiß es nicht mehr. Das heißt, man hat also hier ein mehrteiliges Set für verschiedene Anwendungen und es ist halt im Preisbereich von, ich sag mal, vielleicht 60 Euro. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ich kaufe mir direkt ein höherwertigeres Set, 100 Euro. Damit kann man dann zu Hause wunderbar arbeiten, eben weil man sich alles wunderbar ausrichtet, dass man eben genau den Winkel einhält, etc. Alles gut und schön. Aber ich wollte halt eben was haben, was ich mir in die Tasche packen kann, was nicht groß ist, was nicht schwer ist. Hier die Tasche hat, wenn sie zugeklappt ist, eine Größe von 18 und eine Breite von 14 cm. Bei der Dicke sind wir ungefähr vielleicht bei 2 cm. Also absolut noch taschentauglich, sage ich mal. Und wie gesagt, ich habe halt die Möglichkeiten, auf verschiedene Varianten zurückzugreifen. Wie gesagt, hier das Leder dient dazu, um die Schneide zum Ende hin den letzten Kick zu geben. Das ist etwas dünn, das Material, habe ich schon gemerkt. Ich werde mir ein etwas dickeres Leder holen müssen. Das war jetzt nur, ich glaube, 1 mm oder sowas. Das war halt ein Restbestand, der noch hier war. Ich werde mir mal ein 3 oder 4 mm Leder kaufen. Und natürlich einfach noch ein Tuch, um eben am Ende Schleifgrad entfernen zu können. Kann man feucht machen. Kann man vor allen Dingen auch, wenn die Klinge sehr harzig ist, damit wunderbar sauber machen. Dafür dient übrigens auch das Klebeband als Alternative. Wenn man zum Beispiel Kienspan geerntet hat, also Harz, dann ist die Klinge meistens sehr verklebt und ich habe da auch schon versucht mit heißem Wasser, dann wird es halt noch schlimmer, dann versucht mit Öl etc. Tatsächlich das Beste, was ich bis jetzt gefunden habe, ist einfach Klebeband. Das heißt, die Schneide wird mit dem Klebeband beklebt, abgezogen, etwas versetzt das Klebeband aufbringen, abziehen und so weiter. Und so bekommt man den Kienspan wunderbar wieder runter. Danach schleifen, falls es notwendig ist, und halt wieder einölen, damit die Klinge langlebig bleibt. Und dann hat man selbst von so einem billigen Messer wie diesem hier einfach nur Spaß damit, weil es als Werkzeug wunderbar dient. Das Messer übrigens hat, ich glaube, 11 Euro, 12 Euro, irgendwie sowas gekostet. Lächerlich gering, durchgehender Stahl. 12 Euro ein ordentliches Messer zum Kienspan ernten oder um Holz zu spalten etc. Absolut ausreichend, da muss es kein 150 € Messer sein. Ja, und zu guter Letzt habe ich dann hier noch so eine kleine Taschenlampe dabei. Die habe ich mir in irgendeinem Euromarkt gekauft, beziehungsweise die hat dann 4 Euro gekostet. Fand ich ziemlich witzig, weil sie auf der Rückseite ein Magnet hat. Hat auch eine ordentliche Helligkeit. Zwei Leuchtstufen, also ganz hell, etwas dunkler und Strobo. Und ich habe mir einfach gedacht, wenn ich dann abends mal wirklich irgendwo sitze, wo es dann vielleicht nicht so hell ist, kann ich mir das einfach irgendwo hinklacken, das Licht, mache mir das Licht an und dann kann ich wenigstens mit etwas Licht arbeiten. Ja, so viel zu meinem kleinen Schleifset. Ich finde es tatsächlich sehr, sehr interessant, eben weil es zahlreiche verschiedene Varianten bietet, wo man ordentlich mit arbeiten kann. Ich habe zur Not sogar noch ein kleines Ersatzmesserchen dabei. Das ganze Set, wie gesagt, so jetzt von mir zusammengestellt, würde im Bereich von etwa, ja, vielleicht 60 Euro liegen. Ja, beziehungsweise da käme die Tasche dann noch dazu. Also sagen wir vielleicht mal 70 Euro inklusive der Tasche. Dann ist man aber auf jeden Fall schon ganz gut bedient und man hat halt ein großes, umfangreiches Set. Wie gesagt, die beiden Platten mit 1000er und 600er wären ebenfalls in dem 5er-Set noch dabei. Die hätte man also als Reserve. Oder man sagt, man setzt einfach nur auf diese 5 Platten. Die sind zusammen, wenn sie gepackt sind. Eine Tasche oder sowas ist leider nicht dabei. Aber die sind 1 cm dick, haben eine Länge von ungefähr 15 cm, eine Breite von 6 cm. Und man hätte 5 verschiedene Schleifgrade dabei.
mit denen man wunderbar arbeiten kann. Ob man so viel dann wirklich braucht, weiß ich nicht. Aber mein Gott, für 12 € was es gekostet hat, da macht man wirklich nichts verkehrt. So viel zu meinem Schleifset. Was haltet ihr davon? Was würdet ihr anders machen? Was würdet ihr besser machen? Lasst es mich gerne wissen. Schreibt es mir in die Kommentare. Und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.